Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Und erst einmal sorry, dass ich so spät erst auf die Kommentare eingehe, aber ihr wisst ja, aus Mangel meiner Zeit, weil ich gerade privat sehr viel eingespannt bin, muss ich jede Sekunde nutzen, um vorzuproduzieren, und von daher kann es durchaus sein, dass ich mal für eine ganze Woche aufnehme und dann kommen eben... Dann gehe ich eben auf manche Kommentare erst ein bisschen später ein. Ich hoffe, das ist verständlich und auf jeden Fall. Danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, das war 2 oder 3 Mal drin gestanden wegen den roten Sachen, warum ich die denn nicht verwende, und ich soll doch die endlich mal nehmen. Werde ich jetzt auch tun. Ich habe mir die Sachen auch mal genauer angeschaut. Also das Zeug kann schon einiges, gerade was jetzt halt hier noch mit den zusätzlichen Werten zu tun hat. Jetzt zum Beispiel bei diesem Schlagstock haben wir zum Beispiel einen Verbrauch von Ausdauer gesenkt um 11%. Wir haben mehr Parierenschaden mit 53% und Bewachungspunktregeneration plus 72%. Es steht auch mit dabei, sehr nützlich, wenn er mit einem Schild verwendet wird. Ich weiß jetzt nur nicht, ich glaube, ich muss das irgendwie aktivieren, dass ich quasi den Schild bei mir drin habe im Inventar. In der Ausrüstung, rechte Hand, Helm, nee, geht dann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Schild automatisch nehme, also weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall würde ich jetzt zukünftig mit dem Schlagstock erstmal arbeiten und lasse die Machete mal außen vor. Ich habe halt hier keine Slots, dass ich wie jetzt zum Beispiel hier den Kettengriff mit ansetzen kann, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so relevant, von daher würde ich sagen, nehme ich auf jeden Fall das Teil mit rein. Und wir haben bei den Spitzhacken, das ist ja im Grunde eine ganz normale Spitzhacke, aber die hat eben noch den Vorteil, dass sie zusätzlich Kupfererz bei einer Erzzerstörung mit rausbekommt. Und hier sind 66% und hier sind sogar 98%. Die Natur wird erschöpft, erhalten Ausrüstungsbox, Beschaffungszentrale, also das haben wir. Das heißt, wir können auch diese hier mal ausrüsten und können dann natürlich auch Ella, warum habe ich dich nicht aktiviert, wir können auch Ella die andere Spitzhacke geben. Ich nehme die mal in die Hand, dass ich ihr nicht die falsche gebe, aber im Normalfall sollte das nicht passieren. So, gehen wir mal hier hin, Anhänger, Inventar, und nehmen ihr die Spitzhacke. Achso, nee, ich will Austausch, sorry. So will ich das machen, weil dann hat sie nämlich die bessere Spitzhacke dann auch mit drin. Bei Waffen muss ich einfach mal gucken, ob ich jetzt halt mit dem Schlagstock klarkomme, aber ich denke mal ja, weil anders ist der ja auch nicht vom Radius her wie jetzt die Machete. Also ich denke, das sollte okay sein. Ich lasse die Machete trotzdem mal einstecken. So, Spitzhacken kann ich allerdings raustun. Ella, ich habe vergessen, dich zu aktivieren. Ja, ist schon klar, dass du mit der Pistole auf mich zielst, weil ich dich ständig vergesse, ne? Ja, komm mit. So. Ich muss dann auch mal gucken, ja, sie hat es schon geschrieben, wie die wegen der Ausrüstung. Ich muss mal gucken, ob ich ein paar Sachen reparieren muss. Also Spitzhacken tue ich jetzt einfach mal hier raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Krankenhaus heute. Was hast du eigentlich für eine Nahwaffe? Du hast ja eine Pistole einstecken, ne? Ich würde dir gerne die Kurzwaffenmunition nochmal klauen. Weil die möchte ich dann, wenn wir später mal hier hochgehen zur Hauptgeschichte, dass wir da dann ihr die Pistole geben, dass sie da rumballern kann. So, aber wir gehen jetzt halt erst einmal ins Krankenhaus und schauen, was wir da alles rauskriegen. Mach mal dein Licht an, halt, ist auf L in dem Fall. Gucken wir mal durch. Und danke auch für den Hinweis bezüglich dem Lehm. Also den kann ich nicht nur beim Angeln sammeln, sondern es gibt auch die Möglichkeit, den Lehm mal zu kaufen. An irgendeinem Baumarkt oder was weiß ich, sollte es möglich sein. Ich habe da noch nicht so drauf geachtet, weil oft ist es so,
dass eh das Geld fehlt. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einmal das komplette Krankenhaus durch, einmal komplett leeren. Wir haben ja auch diese eine Quest hier, nicht die Bauernquest, die Kampfquest war das, oder? Das mit dem Krankenhaus. Da, das hier. Ärzte scheinen Menschen nicht mehr behandeln zu können. Ja, doch, behandeln schon, aber 10 Doktoren sollen wir erledigen. Dann machen wir doch das jetzt einfach mal. Wir fangen, wie gesagt, unten an, machen uns Raum für Raum durch. Also das hier ist Treppenhaus und da habe ich eigentlich noch nie irgendeinen Zombie gesehen. Ich habe hier auch noch nie Sachen gefunden. Also wir können auch von oben nach unten uns arbeiten. Nee, es gibt im Treppenhaus nichts. Nichts zu holen. Man kommt halt hier unbeschadet nach oben. Das ist das Einzige. Aber wer will in so einem Spiel unbeschadet bleiben? So. Jetzt sind wir sogar auf dem Dach. Aber auf dem Dach gibt es, glaube ich, auch nichts. Nee, auf dem Dach gibt es nichts. Es ist auf jeden Fall auch vielleicht ein ganz guter Punkt zu bauen. Man kann hier mit Pushern arbeiten, die die Zombies dann wieder nach unten droppen. Die bekommen ja auch Fallschaden. Jetzt vielleicht nicht so viel, aber. So. Gehen wir einfach mal die Gänge durch hier. Mit der Spitzhacke greifst du an, ja auch nicht schlecht. Du bist halt ein wenig langsamer, ne? Das ist das Einzige, was. Hab schon wieder einen Frosch heute im Hals, der mich nervt. So, und danke auch für das Feedback bezüglich Farmen gehen und rausschneiden und so weiter. Also, ich soll ruhig alles drin lassen. Das habe ich jetzt halt schon öfters gehört. Also, werde ich versuchen, das auch so zu lassen. Außer ich sortiere jetzt halt Zeug in die Kisten. Ich denke, wenn ich sowas. Nee, nicht alles einlegen, alles nehmen. Ich muss jetzt wieder in die Steuerung kommen. So. Schön, schön, schön. Schön viel Material. Und wenn du ein bisschen Zeug zerlegst, dann bin ich froh. Was tippelst du immer so vor mir rum? Servus. Ups. Da war ein Ruckler. Da hat es ein wenig geruckelt. Weg mit dir. Also Spitzhacke nehme ich jetzt halt nicht zum Kämpfen, weil die ist mir ein bisschen zu langsam. Aber da hat ja jeder so seine Vorlieben. Ne? Ich habe eigentlich lieber eine Waffe, die schnell ist und vielleicht ein bisschen weniger Schaden macht, aber durch das, dass ich dann öfters zuhau, dann im Grunde mehr Schaden mache als mit einer größeren Waffe. Kannst du jetzt mal aufhören? Mensch, Ella, ich werde dich bald kündigen. Sei vorsichtig, du bist noch in Ausbildung. Vor allem hier, wenn wir noch einiges an Medizin auffinden. Oh, da waren wir schon überall drin, ne? Weil da war ja das Erste, was wir hier finden sollten, dieser Bericht. Jetzt machen wir erst einmal den Flügel hier. Aha. Ach so, die kam von unten, ne? Naja, sie kümmert sich schon. Dafür ist sie mir gut genug. Oh, Ausrüstungsschrank. Ja, Reparaturset können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, verballer ruhig deine Pfeile. Ich hoffe, du sammelst die auch selber wieder ein. So.
Na, sie kommt schon ganz gut klar. Ich habe da unten ja das Zeichen, ne? Also wir werden auf jeden Fall ein paar Ärzte noch erledigen. Der Schrei wieder. Was ist das für ein Krankenhaus, hä? So viel Munition in den Schränken. Nee, nicht zuhauen. F. F drücken. Ich hoffe, du hast deine Pfeile wieder eingesteckt. Ja, sie hat ihre Pfeile wieder. 16 hatte sie vorhin. Hat jetzt immer noch 16, dann passt es. So, in der Hoffnung, ich mache die Schränke leer und du machst die PCs kaputt. Jawohl, dankeschön. Das lasse ich dich machen. So, und dann noch der Flügel hier. Treppenhaus. Aufzug. Nix. Ja, mach ruhig Pause. Ich bin es ja nicht anders gewöhnt von dir. Da ist noch ein Schrank. Nein, ist kein Schrank. Nein. Nein. Okay. Seltsam stehender Schrank hier direkt vor der Toilettentür. Bisschen Muni. Tagebuch-Update. Da haben wir nichts. Und zum Glück haben wir jetzt schon den neuen Tag nach der Welle. Also es wird jetzt dann so langsam hell. Aber es ist halt ein düsteres Spiel, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Gamma hochdrehen kann oder sowas, dass es ein bisschen heller ist. Das könnte ich mal gucken. Einstellungen. Graphic. Gamma hier, das könnten wir mal probieren, dass ich einfach mal die Gamma auf 1,3 mache. Es kann halt auch bei manchen Spielen in den Augen wehtun, wenn es dann später hell wird und die Gamma zu hoch ist, dann kann das richtig grell werden. Gut. Muni. Achso, Treppenhaus. Okay, dann gehen wir mal einen runter. Also das Krankenhaus wird wahrscheinlich den ganzen Part überdauern, bis wir das leer haben. Weil so schnell geht das nicht. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal hier in den offenen Bereich. Ella, du weißt, was du zu tun hast. Anscheinend nicht. Da zerleg halt ich, wenn du. Ja, schön. Dann zerleg halt ich, wenn du. Während du in der Nase bohrst oder keine Ahnung. Komm her. Ups, Wadenbeißer. Die kranke Schwester. Ne, da ist nichts. Schön, wenn du das magst. Dann kümmere ich mich um die Schränke da hinten. Manchmal ist ja doch zu was zu gebrauchen, ne? So, lass uns die Tür aufmachen, dass ich nicht verwirrt bin, weil die noch geschlossen ist. Was haben wir denn da? Spulen? Ne, ich glaube nicht. Nee. Aber Goldbarren, ja, ist okay.
ever thought about setting up an electrical system at the base? Ja, das, ich weiß schon, das muss ich machen mit der Elektrik. Vor allem muss ich ja dann auch die Fallen dementsprechend umbauen. Das habe ich auf jeden Fall vor, jetzt halt an dem Tag. Also jetzt nicht in dem Part, aber an diesem Tag, bevor die dritte Welle losgeht, möchte ich auf jeden Fall die ersten Stromgeneratoren aufbauen, also die ersten Windräder aufbauen und dann die vorhandenen Fallen umbauen. Du bist auch eine kranke Schwester, eine Ärztin meine ich. Au. So. Die Türen gehen schnell kaputt. Na gut, es liegt natürlich an der Haltbarkeit. Dum, 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 dum. Ba-da-ba-ba. Ich bin hier recht gemütlich unterwegs, aber ich habe es ja auch nicht eilig. Ne? So, machst du den PC, Ella? Das wäre super. Du kannst natürlich auch draußen am Gang stehen bleiben und gar nichts machen. So, dann haben wir den Raum. Und Munition. Wunderbar, also das Munition sammeln wir ganz gut. Und da freue ich mich dann auch auf den Hauptboss da. Ja, nimm mal auf jeden Fall alles mit, weil zerlegen können wir das ja. Da baue ich dann später wieder eine Werkbank auf und zerlege das ganze Zeug. Da ist nichts. Ah, Spulen. Wunderbar. Zumindest eine Kältespule. Das ist doch schon mal was. So, und dann noch der Bereich. Ne, nix. So. Ich weiß es, das musst du mir nicht sagen. Genau, mach du. Achso, schon erledigt. So, einmal Schrank. Mach du mal weiter, ich hole mir mal die Spule hier, oder die Spulen, mal gucken. Oh, gar keine, aber das da war eine Kühlungsspule. Da, na gut, da habe ich keine, nicht so viele, ne. Also wenn ich einen Shop finde mit Lehm, dann werde ich da ein bisschen Lehm einkaufen. Es kommt natürlich darauf an, was der kostet. Aber dann können wir uns noch ein paar Spulen herstellen und die Ausrüstung verbessern. Ach so, das ist der gleiche Raum. Oh Gott. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir viel mehr Medizin finden. Nichts drin. Wahrscheinlich eher unten dann. Da drüben ist noch ein Schrank. Was haben wir denn an Pillen? 19. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Gut, dann haben wir den Stock. Dann gehen wir da in den offenen Bereich zuerst. Die Quest hier, links abgelaufene Getränke, das werde ich auch mal machen, wenn wir zurück sind in der Base, weil einfach mal alle drei trinken. Wenn wir survive,
This is necessary. Was, wenn wir überleben wollen, ist das notwendig? Was denn? Die Zombies wegzuhauen? Ja, das ist auf jeden Fall notwendig. Da haben wir noch eine Frau Doktor. Au! Weg, du! Genau, mach du mal. Wir schauen uns hier mal um. Wunderbar. Zähle ich mal den Rechner bitte. Also Tritte, die zerstören definitiv die... Ich versuche hier mit so einem Angriff hier, mit so einem Stoß voranzukommen. Ich glaube, dass ich da bessere Chancen habe, gerade wenn die den empfindlichsten Punkt am Bauch haben. Ella, wenn du... Lass mich raus, geh weg. Also manchmal, ja. So. Ich weiß nicht, warum sie manchmal nach unten rennt. Also die KI müsste auf jeden Fall noch verbessert werden. Auf jeden Fall. Ja, mach halt die andere Kiste auch gleich. Oh, Ella. Ehrlich wahr. Also manchmal, ne? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Verschwind. Da ist nichts. Da hinten ist auch nicht. Die Schränke passen irgendwie so gar nicht rein hier ins Krankenhaus, ne? Raus mit dir. Geh mir aus den Augen. Ah, da haben wir jetzt mal ein paar Medizins. Ein paar mehr. Ich muss sie bloß immer richtig nehmen, ne? Im richtigen Moment. So, da haben wir noch eine kranke Schwester drin. Erkunde das Krankenhaus. Ja. Haben die Quest erledigt. Warte mal, machen wir die Tür gleich auf. So, zerlegen wir den mal. Weil bis ich auf sie warte, das. Da werden wir ja nie fertig. So, da ist. Da ist. Jawohl, Klebebänder, Batterien ist auf jeden Fall, was wir jetzt ja dann viel brauchen werden, wenn wir die. Ups. Geh weg. Weg, habe ich gesagt. So, was kommt davon, wenn man kopflos auf jemanden zustürmt? Mal das da noch. Da ist nix, da ist nix. Das kannst du zerlegen, Ella. So, was haben wir denn da? Schön, wieder lauter Zeug zum Zerlegen. Ich meine, da kommen wir... Dankeschön. Da kommen mir dann ganz gut Eisenbarren raus. Ich nehme dir dann eh mal das ganze Zeug weg, was du einstecken hast. So, was haben wir hier? Jawohl, nochmal Medizin. Ich könnte mal gucken, was du an Medizin einstecken... Ella? Da. Was du an... Ah ja, gut. Du hast auf jeden Fall genug Zeug einstecken, das passt. Ich könnte eigentlich mal die Sachen schnell einstecken von dir. Das lasse ich dir natürlich und gebe dir dafür dann die Ausrüstungssachen. Weil das nimmst du ja nicht, zum Glück. Machst du da nichts selber. Ja, schüttel dich mal aus.
Schränke. Oh ja, das ist echt schön viel Material. Das mal. Kümmere dich mal. Wenigstens zum Kämpfen bist du zu gebrauchen. Da ist sonst nichts weiter. Na? Mach du mal den PC. Also Medizin haben wir jetzt wirklich viel, ne? Die rennen da unten rum, die Ärztin. Ich weiß gar nicht, wie viel noch fehlen. Achso, die ist dann immer weg, ne? Achso, haben wir sogar schon. Naja, dann. Weil der hier noch aufleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, warum, aber... Echt viel Muni, ne? Also das ist gut, finde ich, weil irgendwann gehe ich dann eh dazu über, dass ich dann noch Schusswaffe nur noch nehme. So, haben wir dann hier alles? Du bist schon eins runter? Ja, da haben wir alles. Dann müssen wir eh runter. So, ich glaube, den haben wir ja schon komplett durch. Jetzt habe ich gedacht, da steht einer. Ne, haben wir auch noch nicht. Die Automaten habe ich aber leer gemacht. Ja, die habe ich leer gemacht. Und die Zimmer haben wir auch alle. Ja, wunderbar. Ist da ein Vogel innen drin? Es passiert nämlich auch manchmal, dass ein Vogel hier... Moment. Sperling. Sperlingfedern sind halt für den Anfang recht gut. Du, 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 da, du, da, du. Lass es uns ruhig angehen. So, da schauen wir gleich. Jetzt wollte ich hier nochmal gucken, aber da haben wir schon alles zerlegt und geplündert. Achso, du magst den, dann mache ich den. Das Krankenhaus will ich auf jeden Fall noch fertig machen jetzt in dem Part. Drüben ist auch nochmal was. Wir wollen nochmal 5 Medizin. Dann nochmal ein bisschen Muni. Ich immer. So ein bisschen reingeglitscht in den Tisch. So, da haben wir noch mal ganz viel Medi.
Viermal und nochmal viermal. Wunderbar. Also medizintechnisch sollte uns dann immer sehr viel passieren. Da geht's raus. Edge. Ja, das ist das Nächste, ne? Wenn du mit so einer großen Waffe innen im Bereich rumhantierst, du haust halt ständig gegen alle möglichen Sachen, ne? Jetzt ernsthaft? Naja, wenn dir kaltes Dosenfutter schmeckt, mir soll es recht sein, ne? Nochmal drei Medi. Und ja, können wir wieder zerlegen. Zumindest die Pistole gibt dir auch ein Eisen. Ella, geh raus. Jetzt hier, zack. Zack, zack. Ja, und das nächste ist jetzt dann wieder zurück. Jetzt gucken wir mal hier nochmal in den Shop. Hier können wir kaufen Medizin, ist klar, Antibiotikum und chemisches Entgiftungspad. Chemischer Gaswiderstand wird verwendet, um in chemischen Gaszone zu überleben. Wäre vielleicht nicht einmal verkehrt, aber ich denke, dass wir das in der Zone auch finden werden, wo wir dann die Gasmaske brauchen. So, hier können wir vielleicht noch die ein oder andere Lampe zerstören auf dem Weg zurück. Keine Ahnung, wo Ella schon wieder bleibt. Du kannst eigentlich mal eine Dose essen, dass wir wieder voll sind. Ach, da hinten stehst du jetzt rum. Die bleibt manchmal irgendwie hängen. Und dann im nächsten Moment, ja genau, und im nächsten Moment rennt sie dann plötzlich auf mich zu. So, das Haus haben wir auch noch nicht durchgemacht. Da müssten auch noch mal Spulen drin sein. Würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal. So, achso, ja, nicht ausruhen, sondern zerlegen bitte. Abreißen. Brauchen wir ja nicht mehr. Die Matratze habe ich ganz vergessen. Unseren Spawnpunkt haben wir ja in der Base. Gut, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Dann gehen wir hier in das Haus, weil wir sind ja noch nicht ganz voll. In der Tasche wäre so ein Quatsch, wenn ich jetzt rübergehe und anfange auszusortieren und zu zerlegen und so weiter, wenn wir noch gar nicht richtig voll sind. So, hast du einen Helm gewechselt? Also ich hoffe nicht, dass du Ausrüstung wechselst. Du hast einen Pfeil irgendwo liegen lassen. Na gut, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.